Außer Posten 1 und Posten 2 melden. Hier raus dann Posten 2, alles ruhig. Was hältst du davon, wenn wir uns Richtung 180 in den Wald begeben? Ja, okay. Genosse, komm ich vor, Sie werden erfrieren! OPZ von Außenposten 1, over. Hier nicht OPZ. Sie haben keinen Kontakt zur OPZ aus dem ganz einfachen Grund, die Reichweite des Funkgerätes ist zu kurz. Ja, alles klar. Genosse Niki, wir machen einfach Funkkette mit euch. Falls ihr Kontakt habt mit den Außenposten, gibt Meldung. Ich habe gerade mit dem Außenposten gesprochen, sicher. Alles klar, habt ihr schon die Parole übergeben? Nein, weil wir den Außenposten noch nicht gefunden haben. Egal, gib die neue Parole den Kollegen weiter, den Genossen. Wie gesagt, Rabauke, Antwort Schlitzohr. Funk war so laut. Was sagst du? Okay. Ja. OPZ von Außenposten 2, uns geht die Wodka-Ralle. Außenposten 2 von Außenposten 1, kommen! Außenposten 2 hört. Habt ihr noch Wodka? Unsere ist gefroren in diesem scheiß Schneesturm. Haben wir noch Wodka? Hier Außenposten 2 für Außenposten 1 kommen. Außenposten 1 hört. Mein Genosse sagt, wir haben nur noch einen kleinen Schluck. Ah, oh, das ist schlecht. Wieso sitzt denn hier auf dem Trockenen? Du haben deswegen gelaufen um die Lagerfeuer? Ist schon sehr nachher, wir haben Feinkontakt und du nicht kannst schießen, weil du hast gelaufen um die Lagerfeuer. OPZ von Außenposten 1. Bitte wiederholen, nichts verstehen? Außenposten 1, hier ist die Patrouille, können Sie mich auch? Wie bitte? Du hörst meinen Funk? Nein. Hörst du Funk? Ich hab kein Funkgerät, so ich höre nicht mit. Ja, gerade. Ich habe die ganze Zeit Funk und dann einmal Funk und du dazwischen tust Palabern. Okay. Kein Funk, ich sag mir was auf Funk rein. Genosse Kommissar, hier ist die Patrouille, können Sie mich hören? Kommen. Erst sich noch tut handeln um die schlechte Qualität von die Funk.
nicht nach, wo ich das Feuer etwas habe. Verbindung unmöglich. Schlitzohr! Schlitzohr! Ja. Die gute Wodka ist kommen! Oh, Wodka. Genossen! Was ist Wodka? Mein Feuer! Niemand Wodka! Genossen, wie ist die Lage? Hier die Feuer für die Kollektiv, um sich aufwärmen tun. Dein Arsch steht fest. Genosse Kommissar, hier ist die Patrouille, können Sie uns aufnehmen? Kommen. Genosse Kommissar! Oh, verdammt! Wir auch nicht haben Funkverbindung zu Genosse Kommissar. Das ist ein Jammer. Das ist ein wirklicher Langmann. Halte die Stellung, wir gehen zu Posten 1, kommen dann vielleicht nochmal zurück und dann machen wir Meldung bei Genosse Kommissar. Haltet die Ohren steif, wenn ihr versteht, was ich meine, Genossen. Könntest du bei Kommissar, Genosse Kommissar vielleicht anfragen, ob wir nicht etwas Windschutz hier haben könnten? Es ist so wenig hier. Etwas was? Etwas Windschutz? Irgendwas, was man hinbauen kann. Ich hier frieren hier. Sie können Ihnen eine Wodka geben. Ein Becher Wodka habe ich noch übrig. Wodka, okay. Wodka ist okay. Mal Wodka. Alles klar. Wir werden in den nächsten... Aus dem Posten 2 und aus dem Posten 1 kommen. Okay, lasst uns abhauen, Jungs. Schneller, schneller, schneller. Friert nicht fest. Ich hab noch den Wodka-Flaschen. Nostrovia. Posten 1, hier ist die Patrouille. Hören Sie uns? Hier Posten 1 für Patrouille. Wir machen uns auf den Weg zu Ihnen. Wir schauen gleich vorbei. Bitte nicht auf uns schießen, wenn Sie Männer mit Wodka und Kalaschnikow sehen. Haben Sie das verstanden? Kommen! Dabei! Schüsse. Hier ist die Patrouille, all die Wachposten. Wir haben die Position, wir haben Feinde. Verstanden, bitte geben Sie Position durch. Irgendwo mittig auf der Insel auf Höhe. Patrouille von Außenposten 2 kommen. Patrouille, hier Kommissar, kommen! Wie ist die Lage? Die Lage ist schlecht, wir haben Leon und die Männer und alle Männer verloren. Wo seid ihr? Wir immer noch hocken an Außenposten 2 und halten die Stellung. Okay, neuer Befehl. Stellung aufgeben. Kommt zurück, sofort zur Base. Verstanden. Kollegen, schnell zu mir! Er lebt noch!
Ich lege Verband an. Einer sichert bitte ab, ich will nicht überrascht werden. Okay, er ist verbunden. Er blutet nicht mehr. Mehr können wir leider nichts für ihn tun. Hat jemand von euch irgendwie Epi oder Morphium? Negativ. Kann dich nicht verstehen, Genosse. Okay, Genosse. Wir bewegen uns weiter zum Hangar. Langsam. Wir haben auf, da vorne ist ein Wagen mit Verbandsmaterial. Ach, sehr gut, okay. Dann auf zum Sanitätswagen. Am besten, wir nehmen den Varian direkt mit. Verstanden. Steffi, nimmst du ihn? Ich nicht, kann öffnen, Menü. Ja, ich auch nicht. Dann mach ich das. Ich habe Zeug aufgenommen, Medizinzeug. Legt Varian hier hinter dem Fahrzeug ab und dann sichert. Ja, verstanden. Ich versorge ihn. Okay, Steffi, das reicht. Schark. Ich meine, im Norden. Okay, absichern bitte. Oh. Yeah.